Und das haben die ja gemacht am 1. Januar. Ja, die Löhne sind gesenkt worden am 1. Januar. Was? Die Lohnnebenkosten, sagen Sie. Das ist richtig, ja, aber was ist denn das? Was sind Lohnnebenkosten? Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Fragen Sie mal einen Arbeitgeber. Für einen Arbeitgeber sind Lohnnebenkosten einfach ein Teil des Lohns. Welcher Teil des Lohns gesenkt wird, ist dem Arbeitgeber ziemlich egal. Der Hauptsache ist, der muss weniger Geld bezahlen, damit Sie für ihn arbeiten. Jetzt sind die Lohnnebenkosten der Teil des Lohns, mit dem der Arbeitgeber sich an der Arbeitslosen- und Krankenrentenversicherung beteiligt. Das heißt, wenn die Lohnnebenkosten gesenkt werden, muss doch das, was vorher von dem Geld bezahlt worden ist, von irgendjemand anders bezahlt werden, oder? Jetzt raten Sie mal, wer das ist. Kleiner Tipp, es ist nicht Ihr Arbeitgeber. Eine Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Lohnsenkung und sonst gar nichts. Die Löhne sind so hoch, die müssen gesenkt werden. Freuen Sie sich nie wieder über eine Senkung der Lohnnebenkosten. Es ist eine Lohnsenkung. Sie zahlen hinterher drauf. Denn die Merkel hat ja schon im Wahlkampf gesagt, wir müssen die Senkung der Lohnnebenkosten gegenfinanzieren durch die höhere Mehrwertsteuer. Eigentlich hätte die sagen müssen, damit wir ihre Löhne senken können, müssen sie höhere Steuern zahlen. Das ist die Wahrheit. Und das haben die jetzt ja auch gemacht. Am 1. Januar, ne, Merkel hat das ja anders erklärt. Merkel hat ja damals gesagt, wir senken die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung um 2 Prozentpunkte. Da hat der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer jeder 1% mehr in der Tasche. Ob brutto oder netto, so pingelig wollen wir ja schon gar nicht mehr sein. Sagen wir Bretto. Oder Nutto, das ist noch schöner, oder? Also, hier war Ihr Lohnniveau Ende 2006. Seit 1. Januar haben Sie netto 1% mehr. Jetzt kommt die Erhöhung der Mehrwertsteuer, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das wird auf die Preise aufgeschlagen oder nicht. Wenn es auf die Preise aufgeschlagen wird, dann bedeuten 3 Prozentpunkte mehr Mehrwertsteuer, höhere Preise von 2,59%. Die Preise werden nämlich nicht 3% höher, sondern 2,59%. Ja, bis ich Ihnen das erklärt habe, ist die nächste PISA-Studie schon wieder vorbei. Aber man muss genau sein, die Korinthenkacker sind ja überall. Gymnasiallehrer dürfen ja abends frei rumlaufen. Also, wenn die Mehrwertsteuer auf die Preise aufgeschlagen wird, dann haben Sie praktisch netto 1% mehr und brutto 2,59% weniger. Oder das, was jetzt passiert ist, ist Folgendes. Der Preiskampf ist so stark in Deutschland, die können die Preise gar nicht erhöhen. Die müssen aus den alten Preisen die neue Mehrwertsteuer rausrechnen. Müssen die aber dann sofort abführen. Das heißt, alle, die etwas verkaufen, die etwas herstellen und verkaufen, haben dann ihrerseits 2,59% weniger Gewinn, weil die ja die Preise nicht erhöhen können. Das heißt, in dem Fall haben die Unternehmer netto 1% mehr und brutto 2,59% weniger. Das heißt, entweder sie haben weniger Geld in der Tasche und kurbeln davon nachhaltig die Konjunktur an und bauen parallel dazu noch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge auf. Denn wenn Sie das Geld schon nicht haben, können Sie es ja auch zweimal ausgeben. Oder die Unternehmer haben weniger Geld in der Tasche und stellen davon neue Leute ein. Eins von beiden kommt auf jeden Fall. Sie müssen das auch gar nicht begreifen. Das ist ja eine christliche Partei. Sie müssen das glauben.